Hans Bauer, Hitlers Chefpilot, in SS-Uniform am sogenannten Tag der deutschen Kunst in München. Von allen Amateurfilmern in Hitlers Umgebung war Bauer vielleicht der aktivste. Einige seiner Filme wurden sogar in der Öffentlichkeit verbreitet. Kein anderer kam, mit Ausnahme von Eva Braun, Hitler so nahe wie er. Dies beweisen eindrucksvoll zum Beispiel seine Bilder von der Maifeier des Jahres 1935. Auch bei schlechtem Wetter macht die NS-Prominenz wohlmeinende Miene. Hitler bei der Besichtigung des 1939 in Dienst gestellten Kraftdurchfreude-Dampfers Robert Lahl. Von der schwimmenden Jugendherberge der Hitlerjugend Hain-Godenwind aus winkten die Jugendlichen zur Robert Lahe hinüber. Solche Aufnahmen hätte die Filmzensur niemals an die Öffentlichkeit gelangen lassen. Der in der Sonne dösende Hitler konnte nur von seiner Entourage gefilmt werden. Bei Kriegsende wurden Bauers Privatfilme zum Teil konfisziert, zum Teil vernichtet. Einige tauchten wieder auf, andere gingen noch vor wenigen Jahren durch Fahrlässigkeit verloren. Wir freuen uns, dass uns seit neuestem ein bislang unbekanntes Konvolut dieser zeitgeschichtlich einmaligen Aufnahmen vorliegt. Zum Abschluss hier noch einige Impressionen von der Weltausstellung 1937 in Paris. Der Deutsche Pavillon am Fuß des Eiffelturms.